Ich habe jetzt hier mal ein bisschen runtergepopelt und muss feststellen, dass man hier schon relativ gut durchgucken kann. Knapp 9 Monate ist es jetzt her, wo ich mein Vorstellungsvideo vom Albert, also von dem vorherigen Umbau, hochgeladen habe. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich das Ganze nochmal neu mache. Also jetzt nicht den kompletten Aufbau, aber dass ich hinten einfach ein paar Fächer anders platziere, beziehungsweise auch noch mehr Fächer hinzufüge. Und ein paar andere Veränderungen stehen auch noch an. Und diesmal möchte ich euch dabei mitnehmen. Das wird eine ganze Serie. Und wir fangen jetzt mal an, das alles rauszuräumen. We got time on our side, we're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much. So, ich probiere jetzt mal mein Glück, ob ich die Wand im Ganzen rausbekomme. Andernfalls muss ich mir mal was einfallen lassen. Los geht's. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen runtergepopelt und muss feststellen, dass man hier schon relativ gut durchgucken kann. Also das hier ist quasi mein Rathaus und das Silberne, was da unten drunter durchguckt, das ist schon das Blech, was wir jetzt hier quasi drauf genietet haben. Ja, ich bin jetzt am überlegen, ob ich da jetzt einfach mit Rostumwandler dran gehe, die ganzen Kanten wegmache und das Ganze wieder zumache und versiegel hier. Ansonsten habe ich jetzt nicht ganz so einen richtigen Plan, was ich da machen soll. Ich werde jetzt trotzdem mal eine Instagram-Umfrage machen. Vielleicht findet ja da das Schwarmwissen eine Lösung. Im fertigen Video jetzt bei euch werde ich dann auflösen, wie ich das gelöst habe. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life . So, ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich den Boden rausmache, weil ich mich da für einen anderen entscheiden möchte. Was genau weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall irgendwas, was
länger hält als dieser hier. Das war damals B-Ware, den habe ich sehr günstig bekommen. Und ja, der ist aber sehr spröde und reißständig. Und wenn mal was runterfällt, hat man eigentlich auch immer irgendwie einen Einschlag drin. Und richtig sauber kriegt man den eben auch nicht mehr. Deswegen soll da was Neues her. Vielleicht wird es tatsächlich sowas wie Parkett. Auf die Größe hier sollte man das eigentlich sogar noch bezahlen können. Mal schauen. Ist natürlich durch die Feuchtigkeit immer so ein bisschen eine andere Sache. Ich weiß es noch nicht. Irgendwann im Verlauf des Videos oder der Videoserie werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Und ich werde mich jetzt mal drüber machen, das alles rauszureißen. Was gar nicht mehr so einfach ist, denn der Boden geht relativ leicht raus. Aber der Klebstoff von dem doppelseitigen Klebeband hat sich jetzt eigentlich fast komplett gelöst und ist jetzt an dem Boden dran, weswegen man jetzt hier an dem doppelseitigen Klebeband ganz schlecht noch dran kommt, beziehungsweise drunter kommt, um das abzumachen. Ich werde mir was überlegen und dann geht's weiter. Hinten so weit, dass ich die untere Kante, die Türschluss- oder die Klappenschlusskante quasi nochmal entrostet habe, weil unter den Gummis habe ich jetzt noch ein bisschen rausgefunden. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Das habe ich jetzt schon einmal grundiert und werde es jetzt gleich noch matt schwarz lackieren. Dann ist das auch wieder safe. Ansonsten werde ich heute wahrscheinlich nur noch ein bisschen sauber machen, werde das hinten wie gesagt noch lackieren und dann habe ich mir noch gedacht, werde ich mir ein paar Gedanken zu machen, wie das alles mal werden soll, noch ein paar Maße nehmen und mir dann mal ein bisschen Gedanken machen, wie es denn schlussendlich wirklich werden soll. Ich habe jetzt noch ein paar neue Ideen gesammelt gehabt, habe eben noch ein paar auf Instagram gefunden und ich gucke dann mal durch. Ich werde da auf jeden Fall gleich nochmal eine Umfrage mit auf Instagram starten.
weil ich da auch immer relativ unschlüssig bin, wie ich das dann mache. Und ja, für den Boden habe ich auf jeden Fall den Tipp gekriegt, Kork zu nehmen. Muss ich mal gucken, was das auch preislich ist und wie nachhaltig man das tatsächlich auch machen kann und vor allen Dingen, wie widerstandsfähig das Ganze dann auch ist. Ja, Planungsphase 2.0, letztes Jahr schon einmal durchgemacht und dieses Jahr halt nochmal. Das war jetzt der erste Tag, beziehungsweise die erste Stufe, nämlich alles wieder rauszubauen, was schon mal drin war. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, ich habe hinten noch ein bisschen Rost beseitigen können, unten. Habe das jetzt einfach gleich schwarz lackiert und bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze jetzt vonstatten geht mit den ganzen Lieferungen, beziehungsweise wie ich das jetzt überhaupt als nächstes alles plane. Ob jetzt die Küche wieder hinten hinkommt oder ob ich die Küche mich dann doch für hier vorne entscheide, beziehungsweise hier vorne, also hier, ob die Trennwand rauskommt oder ob ich sie mit Filze oder was überhaupt passiert, das steht alles noch nicht so richtig fest. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, in der Trennwand ist nämlich Folgendes ein bisschen blöd. Man hat überall diese Schweißpunkte und die lassen sich richtig blöd aufmachen. Und das Ganze ist halt da oben auch noch drunter, das heißt, ich müsste meine Innenverkleidung auch nochmal abmachen. Was jetzt nicht so dramatisch ist, aber was natürlich viel Zeit kostet dann. Und das würde ich mir eigentlich gerne ersparen irgendwie, aber rausschneiden einfach so geht halt auch nicht. Also wir müssen mal schauen. Ich werde auf jeden Fall als nächstes hier Boden verlegen und filzen. Das steht mir steht auf jeden Fall schon fest. Hinten hier die ganzen Kanten dort mit Metall werden gefilzt, die Abschlusskanten da drüben und eben halt auch hier das Stück, was dann hier wieder dran kommt, das soll auch gefilzt werden, das Holzstück. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen wärmer aus und gemütlicher. Mal schauen. Das ist jetzt auf jeden Fall die erste Folge gewesen. Und beziehungsweise ja die erste Stufe, die erste Folge. Und beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich Boden verlegen. Aber so 100%ig klar ist das auch noch nicht. Also lasst euch mehr oder weniger überraschen. Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Abo da. Lasst ein Gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Kritik habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!